Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren God of War Teil. Oh, Hilfe, Zeitplatzrolle. So, wir gehen nochmal zu den Nereiden. Den Raum haben wir ja fertig hier. Und ich bin auch zu doof. Wie können wir jemanden umarmen? Mit Kreis. Und so haben wir die Nereide erfreut. Weil keiner kann mit der knutschen, weil die ja natürlich immer alle ersaufen unter Wasser. Kann so lange niemand die küssen. Tja. Aber wir haben unendlich Luft. Und deswegen gehen wir nochmal hier zurück. Und die kriegt auch noch einen Knutscher von uns. Sehr sexy. Die freut sich einen Ast. Aber schenken tut sie mir nichts. Toll. Böses Weib. So. Eine Gravur des Gottes Poseidon, Herrscher der Meere. Kann man das kaputt machen? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt in die Kammer des Todes. Finde ich aber echt gemein. Also wenn man das jetzt nicht... Ja, oh, ich hab's doch geschafft. Ach komm. Ohne Witz, ich hab's geschafft. Das war gemein. Das war echt gemein. Und ich hab mich schon beeilt. Vielleicht muss man das von Anfang an machen. Aber der stoppt halt immer. Dafür kann ich nichts. Der braucht halt eine Weile, bis er diesen komischen Angriff macht. Weil wenn ich nur so mache... Oh mein Gott. Yay, geschafft. Hier ist nix. Oh doch, guck mal, warte. Da ist doch was kaputt. Also Tempel ist hier kaputt. So. Oh, yay, überall Blubberblasen. Juhu. Fast wie im Whirlpool, oder? Und nein, nein! Nein, ach komm, ja! Was von so einem Flatterviechern? Ich wollte mir nur mal den Garten angucken. Und dann wird man hier gleich so empfangen. Macht doch keinen Spaß. Ich versuche mich immer zu schützen. Das Problem ist, wenn er in einer Attacke ist, dann macht er das einfach nicht. Oder ich bin einfach immer zu langsam, kann auch sein. Also mit dem Schwert kann man leider nur zerschnetzeln und nicht dieses Kreisgedöns machen. Jetzt haben sie mich doch einmal erwischt. Ich bin ja schon froh, dass es nur einmal war. Gut, jetzt ist es mehrmals. Ich habe nichts gesagt. Die kommen auch immer zu, weiß ich nicht, 5000 Mann. Komm schon. Irgendwann muss es doch mal aufhören. Nein, immer noch nicht. Also wie oft was die für Schläge brauchen, ist nicht normal. Nein, ich brauche Leben. Dankeschön. Einmal Leben. Ah, super hätte ich das... Gut. Ich möchte nochmal zurückspulen. Ich brauche Magie. Dankeschön.
Will gar nix. Mistkerl. Ist hier noch irgendwas? Ich sehe jedenfalls nichts. Nee. Okay, dass ich nichts gesehen habe, heißt nicht, dass da nichts ist, aber... Wow. Warum kann ich hier hinspringen? Ah, guck mal da. Warum kann hier kein Gorgonauge sein? Nein. Ich hätte ganz gerne ein Gorgonauge. Das wäre so cool. Gut, dann eben nicht. Tauchen wir mal wieder. So. Muss ich jetzt wieder durch die Todeskammer und ist es jetzt genauso? Ich mach dann gleich den hier. Ja, es ist genauso. Dankeschön fürs Gespräch. Hat ja nicht gereicht, da einmal durchzugehen. Musste ich zweimal machen. Doppelt hält besser. Weil es so schön war, nochmal aufgespießt zu werden. Einmal dadurch. Durch diese Blubberblasen sehe ich gar nichts. Speicherpunkt. Yay. Das gefällt mir. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Nein, ich will nicht nochmal speichern. Danke. Ich wollte eigentlich dadurch. Hallo, meine Hübsche. Lass dich knuddeln. Ich finde es immer noch wahnsinnig sexy. Die schenkt mir aber auch nichts, die blöde Kuh. Okay. Ich gehe trotzdem mal nach oben. So. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Dankeschön. Okay, so doof war es dann doch nicht. Hat sie mir doch ein bisschen was geschenkt. Dann möchte ich nochmal kurz nach hinten gucken. Ich habe ja schon ja abgespeichert, aber die andere haben wir ja auch geknutscht und von der haben wir ja auch so eigentlich nichts bekommen. Aber über die drüber war ja auch nochmal was. Vielleicht ist es jetzt aufgegangen, keine Ahnung. Aber da möchte ich gerne nochmal gucken. Nee. Nee. Die hat uns wirklich nichts gegeben, es war nur just for fun. Weil wir es können. Gut, dann schwimmen wir wieder zurück. Und jetzt nach rechts. Wow. Sieht überhaupt nicht gruselig aus. Hallo, Hübsche. Wie viele Kinder hat Poseidon? Warum sind die alle hier eingesperrt? Ich hätte gern ein Gorgonenauge. Nix zu machen. Gut. Warte mal, ich will nochmal mit den quatschen. Eine Statue des Gottes Poseidon, Herrscher der Meere. Schön. Wow. Genau. Was war das? Ohne Witz. Ich glaube nicht, dass die Richtung richtig ist. Das schaffe ich nie. Was ist das? Oh. Zack, tot. Okay.
Ich glaube nicht, dass ich noch von da oben noch mal nach unten kann, oder? Also an die andere Seite. Das will ich noch mal testen. Das ist gemein. Jedes Mal, wenn ich jetzt sterbe, muss ich die knutschen. Na, das sehe ich gar nicht ein. Ich gehe nochmal speichern. Also, bis gleich. Ich habe jetzt nochmal gespeichert. Jetzt gehen wir nochmal nach unten. Und wie gesagt, ich will... Mal ganz kurz. Nee. Okay. Ja, ich wollte dann nur mal gucken. Ist ja gut. Lol. Nicht im Ernst. Warte, warte. Ich warte nochmal kurz. Scheiße. Oh, du Mieser. Das gibt's nicht. Jetzt kommen zwei? Ist das gemein? So, wir haben es geschafft. Eine Runde tiefer. Wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst du gehen? Keine Ahnung, das sieht aber auch nicht so toll aus, die Kammer hier. Ja, hallo Poseidon. Ist hier irgendwas? Hallo? Sieht nicht so aus, das ist schon mal positiv. Dankeschön. Okay. Große Kammer mit Wasser. Schön. Ja, Speicherpunkt. Yay, nein! Hau ab. So, ihr fliegt mal eine Runde, ihr zwei Hübschen. Ich hab einen Freifahrtschein. Wie oft muss ich euch auf den Boden donnern, damit ich das hier bekomme? Ich drück Kreis wie ein Bekloppter. Was soll der Scheiß? Also, in dem Spiel leidet meine Kreistaste und die R2-Taste brutal. Einfach nur brutal. Och, komm. Wir können doch nichts alleine. Das ist echt traurig, Leute. Nix da, super Schlag. Den kannst du dir in dein... sonst wo hinstecken. So, nächster bitte. Diesmal nicht. Und erst recht nicht, wenn du alleine bist, Kumpel. Und schon kommt der Bruder, ja, oder Schwester, oder... Ihr seid so hässlich. Ohne Witz. Ich komm nicht mehr rum. Also, wie gesagt, nochmal, wenn ihr die Kreistaste hört, dann tut's mir leid. Tut's mir wirklich leid? Aber es geht nicht anders. Tschüss. Och, kannst du nicht schwimmen? Das tut mir aber sowas von leid. Merkt man das, wie sehr es mir leid tut? Der arme Minotaur kann nicht schwimmen. Tja, so ein Loser. Okay, wir speichern ab. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Die Kiste lasse ich mal. Ich weiß nicht, was noch kommt.
Sicher ist sicher. Oh, schön. Na? Ja, es war so klar. Aber schneller geht's eigentlich nicht mehr. Ich habe keine Taste, wo ich drücken kann, dass der Knabe hier schneller läuft. Und die haben einen gewaltigen Abstand, die. Das konnte ich beim ersten Mal ja gar nicht machen, weil ich mir die Zwischensequenz angucken musste. So. Nein, oder? Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben. Nicht jetzt. Und wir fliegen hier auch nicht runter. Wir machen jetzt erstmal das hier auf. Kann nicht mal bitte ein Kongorn-Auge dabei sein? Ich habe die am Anfang andauernd gefunden. Und jetzt keinen einzigen. Die mögen mich nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und runtergerutscht. Ah, ist er runterfällt. So, wir lesen. Poseidons treues Weib Amphitrite. Was? Amphitrite wacht auf ewig über diesen verfluchten Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausweg. Und sie zeigt mit dem Finger drauf. Okay, und ich muss sie jetzt zerstören und umkippen und... Was muss ich hier machen? Poseidons treues Weib wacht. Schön. Die zeigt nach unten. Also ihr Finger zeigt nach unten. Sonst habe ich hier nichts. Ich bin jetzt hier hingekommen, damit die doofe Kuh mir sagen kann, dass da unten was ist. Okay, das ist nice. Sehr nett und so. Haust du mal ab? So. Hier ist nix. Hier ist nix. Da ist was. Ja, aber... Da drüben war auch nochmal was. Warte, das sehen wir uns jetzt gleich nochmal an. Ich hab's doch... Ich war doch schon drinnen. Warum lässt die mich nicht? So, jetzt nochmal. Das Feuer ist auch so cool gemacht hier. Die Schattendinger. So, da ist nichts, aber da geht's doch rein, oder bin ich doof? Stopp. Hier rein. Nee, anscheinend nicht. Da geht's rein. Das sah aber übelst so aus wie ein Durchgang, ohne Witz. Gut, das will ich jetzt noch schaffen. In dem Part. Die Kammer machen wir fertig. Danke für den Tipp. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen es. Okay, jetzt sind wir für immer verloren. Nee, doch nicht. Das wäre sonst mies gewesen. So, noch eine Tochter von Poseidon irgendwo hier. Nochmal zum Abknutschen. Ich habe nämlich langsam echt die Schnauze voll vom Wasser. Es reicht jetzt einfach. Die Hände sind schon ganz schrumpelig. Yay, die Kammer erkenne ich. Schön. Jetzt gehen wir nochmal speichern.
Dann beenden wir den Part, beziehungsweise ich beende jetzt den Part und dann speichere ich. Und ich beende natürlich wieder mit einem Zitat. Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. Von Erich Kästner ist das. Und über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!